Ich schneide etwas Papier aus, denn ich liebe Basteln. Sie wird total überrascht sein. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Annie. Oh, vielen Dank. Was versteckst du hinter deinem Rücken? Oh, du meinst dieses Geschenk? Ich denke, es ist für dich. Hurra, ich liebe es, Geschenke zu bekommen. Was ist da drin? Oh, du hast mir den Rock besorgt, den ich schon so lange haben wollte. Vielen lieben Dank, du bist die Beste. Ich werde ihn gleich anziehen. Oh nein, er ist zu groß. Oh, ich habe mich nicht richtig an deine Größe erinnert. Tut mir leid, aber vielleicht gibt es etwas, das wir tun können. Die Schere. Mach dir keine Sorgen, Annie. Ich krieg das hin. Schnipp, schnapp. Ja, das wird funktionieren. Zieh den Rock aus, damit ich an die Arbeit gehen kann. Schere hilft mir, diesen Rock anzupassen. Ich lege den Rock flach hin. Der erste Schritt ist, den Knopf vorsichtig zu entfernen. Und dann befestige ich ihn an seinem neuen Ort. Hier unten. Jetzt ist es Zeit, etwas zu schneiden. Ich schneide vorsichtig an der Naht entlang. Ich muss weiterschneiden, bis ich oben angekommen bin. Jetzt kommt der letzte Schritt. Einfach mit dem Knopf an neuer Stelle zumachen. Und fertig. Er ist fertig zum Anprobieren. Aufregend. Ich hoffe, es hat funktioniert. Du hast es geschafft. Der Rock passt jetzt viel besser. Was für ein tolles Geburtstagsgeschenk von einer ausgezeichneten Freundin. Du siehst toll aus. Ja, das macht durchaus Sinn. Oh, ich bin wohl schon müde. Warte, was? Nein, auf keinen Fall. Ich werde diese Party definitiv nicht verpassen, aber ich kann so nicht hin. Okay, beruhige dich und denke kurz nach. Ich kann mein Make-up mit beiden Händen gleichzeitig machen. Das spart definitiv Zeit. Au, diese Ohrringe sind immer so eine Qual, sie reinzubekommen. Ach, ich habe die Bürste kaputt gemacht. Und jetzt zu diesen roten Pumps. Ihr habt definitiv die richtige Wahl. Aber was soll ich bloß mit meiner Garderobe machen? Zu schick. Zu lässig. Hey, ich denke, das ist genau richtig. Ja, das ist das richtige Outfit. Ganz sicher. Hey, bist du bereit für die? Oh nein. Du trägst das gleiche Kleid wie ich. Mist. Was sollen wir jetzt tun? So können wir definitiv nicht rausgehen. Oh, bleib genau da stehen. Ich habe eine tolle Idee. Ich weiß, wie ich mein Kleid anders aussehen lassen kann. Ich werde die Träger einfach überkreuzen, genau so. Und jetzt brauche ich meine treue Schere. Ich schneide Schlitze in jede Seite. Perfekt! Wow, es ist fast komplett anders. Du siehst heute definitiv umwerfend aus. Ich muss nur kurz an meinem Spind vorbei. Oh, er ist so süß. Bye, bye. Wir sehen uns später, Süßer. Ach du meine Güte, er ist da drüben. Hi. Er hat mich nicht mehr bemerkt. Das ist nicht fair. Oh, weint sie da drüben? Macht sie. Ob ich da wohl was tun kann? Ich weiß, dass sie in Jared verknallt ist. Weißt du was? Ich werde mit dir reden. Hey, weinst du etwa wegen Jared? Schau mal, ich glaube, ich kann dir helfen, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist richtig. Nimm meinen Arm, Ralf, und mach genau das, was ich dir sage. Okay, das kann ich machen. Oh, ich hoffe, das funktioniert. Na gut, zuerst muss ich mein Knopfhemd ausziehen. Und dann sagte sie, dass ich es verkehrt herum anziehen soll. Okay, das habe ich geschafft. Jetzt kommt der Armreif. Dieser Teil könnte ein bisschen knifflig werden. Ich muss die beiden Enden hinter mich nehmen und durchstrecken. Dann muss ich ziehen, bis es schön fest sitzt. Jetzt muss ich die Enden vorne noch zuknöpfen. Und ich falte es einfach runter, dass man es nicht sehen kann. Perfekt! Jetzt die Brille abnehmen und die Haare aufmachen. Okay, ich glaube, ich bin bereit, meinen neuen Look zu zeigen. Wow, wer zur Hölle ist das? Sie ist unglaublich. Hey, ich habe dir diesen Bären gekauft, weil ich weiß, dass du Bären magst. Was zur Hölle? Wo kommen diese Typen her? Ich
muss meine ganze Kleidung zusammenlegen, jetzt wo sie sauber ist. Ich will nicht, dass sie zerknittert. Ich möchte bei meinem Date nicht schlampig aussehen. Wo kommt das denn her? Oh, Brian, du bist so witzig. Danke, nimm eine Cola. Oh, Brian, du bist so gut im Lesen von Büchern. Sorry, Babe. Es muss aber sein. Ich werde einfach weiterziehen. Das ist nicht fair. Blöder Brian macht einfach mit mir Schluss. Ich hasse dieses Shirt, also Zeit ist zu zerschneiden. Jeder Schnitt der Schere ist wie ein Schnitt, den er an meinem Herzen hinterlassen hat. Dieser Arsch. Immer trägt er Kragen. Tja, jetzt schneide ich ihn ab. Ich entledige mich einfach der Ärmel und des Kragens, so wie er mich abserviert hat. Und ich raffe und nähe das Ende, so wie ich mein Herz repariert habe. Den unteren Teil des Shirts will ich nicht verschwenden. Okay, nächster Schritt, Sicherheitsnadeln. Ich verbinde einfach beide Teile miteinander. Einmal komplett rundherum. Das ist ziemlich gut geworden. Ich habe sein blödes Shirt genommen und es in ein so süßes Kleid verwandelt. Wow, ich bin wirklich beeindruckt von mir selbst. Ich brauche den blöden Brian nicht, wenn ich ein talentiertes und kluges Ich habe. Oh, er schreibt mir eine Nachricht. Upsi. Wird Zeit, hier etwas sauber zu machen. Puh, aber das ist echt harte Arbeit. Oh, eine Nachricht. Ich schaue besser gleich nach. Brian lädt mich zur Party ein. Oh, warte. Ich sehe schrecklich aus, wie Aschenputtel, als sie den Kamin schrubbte. So kann ich nicht gehen. Ich kann definitiv nicht zulassen, dass Brian mich so sieht. Ich wünschte, ich hätte eine gute Fee, die mich in eine Prinzessin verwandelt. Oder mich zumindest hübsch aussehen lässt. Oh, das war ein holpriger Flug. Hier ist die gute Fee. Oh, was ist mit dir passiert? Ich soll mit Brian auf eine Party gehen, aber ich sehe total schmutzig und eklig aus. Das ist in der Tat ein Problem, aber ich kann dir helfen. Steh auf. Okay, aber bitte keine Mäuse ins Haus holen, auch wenn sie nähen können. Schritt 1. Die Handschuhe müssen weg. Mal sehen, was noch. Ah ja, deine Haare. Oh, das ist schon viel besser. Wir brauchen Kleidung, aber du hast ja gesagt, keine Mäuse. Oh, ups, ich sagte keine Mäuse, du dummer Zauberstab. Keine Mäuse. Was ist gerade passiert und warum habe ich Lust auf Käse? Ach, mach dir deswegen keine Sorgen. Lass uns das versuchen. Das ist nicht wirklich mein Stil. Die Mäuse sind in der Regel diejenigen, die den Sinn für Mode haben. Komm schon, du verflixter Zauberstab, enttäusch mich jetzt nicht. Der Zauberstab hat keine Magie mehr. Ich habe ihn zu sehr beansprucht, um dich zu verwandeln. Wie bitte? Du kannst mich nicht mehr verwandeln? Mach dir keine Sorgen, ich bring das in Ordnung. Ich knöpfe es einfach hier unten auf und stecke das Ende hier oben rein. Jetzt wird dieses Ende umwickelt und wir können es festziehen. So ist es besser. Was denkst du? Ich finde, du bist die beste gute Fee, die es je gab. Oh, gern geschehen, meine Liebe. Und jetzt viel Spaß auf der Party. Betty, warte! Ich komme ohne Magie nicht nach Hause. Ich schätze, ich bleibe eine Weile hier. Manchmal ist es ein ganz normaler Tag. Ach, der aber in Sekundenschnelle falsch abzweigt. Boah, das ist übel. Ja, super gemacht, Betty. Das Shirt ist brandneu. Mann, das soll doch wohl ein Witz sein. Ja, Hilfe ist unterwegs, Lilly. Halt das mal. Was mache ich denn jetzt? Ach. Ich habe keine Zeit, mich umzuziehen. Och. Außer? Na, ich kann doch selbst was gestalten. Öffne den übergroßen Schal und wickle ihn um deine Taille. Benutze das Gummiband, um ihn zu fixieren. Achte darauf, dass er fest sitzt. Sobald alles fest sitzt, nimmst du die hinteren Ecken in beide Hände. Binde dann die Fransen um den Knoten. Wenn das erledigt ist, dreh das ganze Teil um. Streck jetzt deine Arme durch die Ärmel.
Und einfach so hast du ein brandneues Oberteil. Ich gehe jetzt besser zum Unterricht. Hey, Lilly. Jetzt ist die perfekte Zeit. Als ob ich den Geburtstag meiner besten Freundin vergessen würde. Oh, das ist so süß von dir, Lilly. Mach auf. Ich liebe diese Farbe. Das ist super süß. Danke. Ja, probier's mal an. Oh, die ist ziemlich cool, oder? Ich finde, die passt zu meiner Wasserflasche. Oh Gott. Oh, ist die Hose echt gerade gerissen? Oh Mann. Alles in Ordnung bei dir? Hoffentlich hast du das nicht gehört. Warte, ich glaube, ich weiß, wie man das beheben kann. Bin gleich wieder da, ja? Zuerst faltest du deine Hose so. Und dann schneidest du sie so auf. Wieder aufklappen und umdrehen. Gefällt's dir? Wow, schönes Shirt. Warum kommt mir das Teil denn so bekannt vor? Das war doch nicht die Jogginghose, oder? Alles, was wir heute behandelt haben, ist testrelevant. Wer will es mit der ersten Gleichung probieren? Mal sehen. Hä? Ist es das, was ich denke? Sag was, irgendwas. Ach, doch nicht. Ich weiß die Antwort nicht. Oh, wie werde ich das lösen? Nimm die abnehmbaren BH-Träger und bringe sie an der Rückseite an. Nimm nun das Ende und befestige es an der anderen Seite. Positioniere den Träger so, dass er den BH festhält. Siehst du? Der verrutscht sicher nicht mehr. Also, wo waren wir? Ich kenne die Antwort auf fast alles. Oh, Lana, du bist dran. Ja, sehr gerne sogar. Kreide bitte. Wie sich zeigt, kennt Lana die Antwort auf Chemieprobleme und Modeprobleme.